Jugendhackt. So eine Art Hackathon haben wir am Anfang ja erklärt, aber manchmal ist ein Hackathon nicht genug. Und deswegen wird es demnächst vielleicht EduShip geben von Elisabeth, Jana, Moritz und Finn. Herzlich willkommen. Ja, hi, wir sind EduShip, bestehend aus Finn, Jana, Elisabeth und mir, Moritz. Und mal eine Frage an euch. Wer von euch findet, Jugendhackt ist richtig, richtig geil? Der hebt jetzt bitte mal die Hand. Sehr, sehr cool. Also waren fast alle. Und wer von euch würde jetzt spontan sagen, Jugendhackt ist richtig cool, aber das Jahr hat ja noch so ein paar Wochenenden, da habe ich eigentlich noch was, also habe ich eigentlich noch nichts vor. Und da wäre ich aber trotzdem gerne mit coolen Leuten auf coolen Hackathons, auf coolen Veranstaltungen. Wer würde das jetzt spontan sagen? Hand nach oben. Ja. Jetzt mal ehrlich, wer würde das jetzt spontan sagen, dass er mehr Bock auf Hackathons hat? Was ist denn das hier? Hand nach oben. Geht doch. Meine Güte. Genau das gleiche Problem hatten wir auch. Wir hatten Bock auf Hackathons, wussten aber nicht, wo finden wir das? Was sind das für Veranstaltungen? Sind die für uns geeignet? Was kann man da machen? Und genau deswegen haben wir EduShip ins Leben gerufen. Unsere Plattform zentralisiert einmal alle Angebote, die es so momentan gibt. Die Idee ist, dass jeder genau das Angebot finden kann, das für ihn am besten passt. Es gibt natürlich Faktoren wie den Ort, die Kosten, das Level, ist es für Anfänger geeignet oder muss ich dafür vielleicht schon ein bisschen was wissen? Und genau diese Faktoren kann man auf unserer Seite einsehen und kann sich dann für einen am besten geeignete Veranstaltung entscheiden. Implementiert haben wir das Ganze mit einer MongoDB und Node.js mit dem Express Framework. Und im Frontend benutzen wir Vue. Aktuell findet ihr auf der Seite eduship.de noch eine alte HTML-Version, aber direkt nach dem Hackathon wird die aktuelle Version online gehen. Und Jana zeigt euch jetzt eine Demo von der aktuellen Version. Genau, also hier kommt man einmal auf unsere Landingpage und die ist halt Text. Und dann kann man hier einmal sofort die Events finden. Momentan sind das nur ein paar Veranstaltungen. Wir sind aber dabei, neue Veranstalter anzuschreiben und zu registrieren. Wenn ich mich jetzt für einen Hackathon entschieden habe, beziehungsweise Workshop-Seminar, kann ich auf weitere Informationen gehen. Das ist noch nicht ganz durchgestaltet, das kommt noch. Und kann mich unten auch schon direkt anmelden. Außerdem habe ich rechts nochmal in der größeren Übersicht die Übersichten der Karte, weil das ist zum Beispiel für uns, wir kommen aus dem Saarland, extrem wichtig, dass wir nicht so weit fahren müssen. Gut, das ist jetzt in Berlin ein bisschen zweideutig, ne? Genau. Zum Schluss möchten wir uns einmal nochmal ganz herzlich bei unserem Coach bedanken, weil der hat uns irgendwie, also heute Morgen stand noch nicht so viel und der hat uns ziemlich viel geholfen, dass es jetzt nochmal etwas funktioniert und deswegen vielen Dank an dich. Schön erklärt, wo die. Hallo? Hallo? Ist das an? Jetzt habt ihr schon erklärt, wie ihr die Technik gestaltet habt, aber wo kommen eigentlich die T-Shirts her? Und das Logo und das Design? Das ist doch auch mindestens Wochenende Arbeit, oder nicht? Hattet ihr das schon dabei? Genau, also die Idee hat schon vorher entstanden und wir durften netterweise hier weiterarbeiten. Aha. Und dafür sind wir sehr dankbar. Wollt ihr noch was sagen? Genau, zu unserem Team gehören eigentlich noch zwei weitere Leute, die jetzt heute leider nicht dabei sein konnten. Das ist einmal der Jonas und einmal der Ruben. Der Jonas hat diese wunderbaren Logos hier entworfen und deswegen haben wir die auch auf den T-Shirts. Alles klar. Ein Projekt, von dem wir noch viel erwarten können wahrscheinlich. Vielen Dank, EduShip.